Hallöchen und willkommen zurück zu Minecraft. Hurra, ja. Eine Sache vorab gesagt. Zwei Folgen sind schon oben. Und ja, mehr eigentlich gar nicht. Nun, letztes Mal, also ich kläre hier kurz ein bisschen kurz auf. Sind wir hier stehen geblieben auf, ja, bei der Vorbereitung und ich habe vergessen, Monster einzustellen. Mach das schnell. Ach komm. Wirklich einfach. Normal. Ja. Wir waren bei dieser komischen Insel, die wir heute erkunden. Sonst haben wir nur ein paar Materialien gesammelt und ja. Hier beendet. Und ich schaue mal zugleich die Schafe, falls wir die Wolle mal noch brauchen. Denn ich habe euch versprochen, dass die Waffe zu zeigen. Das werde ich nun machen. Ist das? Ja, jetzt Koffer. Aber nun erkunden wir mal. Aber wir sehen, die Bäume sind hier relativ dick. Dann nehmen wir mal den hier. Dann haben wir, glaube ich, so ein Stack oder so parat. Alles schon vorbereitet. Wir werden auch diesmal keine zwei geteilten Parts machen. Ja, letztes Mal musste ich den Part 2 teilen. Bitte, ich entschuldige mich dafür, aber geht nicht anders. Ja, wir brauchen übrigens für diesen Baum 4 Zepplinge. Ja, 4 Zepplinge. Hurra, hurra, ja, ja, ja. Hurra, 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 hurra. Ich werde das nicht langweilig mit Holz fällen. Das heißt, ich werde nur diesen Baum fällen, oder? Ach da. So, wir sind auf der Suche nun nach einem Punkt, wo wir das Haus bauen. Ach komm, einen Baum fällig noch, aber einen recht kleinen. Der. Oh, nehmen wir. Dann nehmen wir mal den. Nun sind auch die Monster aktiviert. Das heißt, wir müssen aufpassen. Wir werden wahrscheinlich 10.000 Mal abkratzen. Dann werde ich vor Aggressivität die Aufnahme abbrechen. Und nein, natürlich nicht. Glaube ich zumindest. Ja, wir waren, wie gesagt, auf der Suche nach einer Basis, wo wir aufschlagen können, die Basis. Also wir wollen eine Basis bauen. Und ja. Wie pflanzen wir überhaupt diese Bäume und was ist das überhaupt für ein Baum? Fragen und keine Antworten. Schwarzeichenholz. Schwarzeichensetzling. Das heißt, wir brauchen 4 Schwarzeichensetzlinge, um so einen Baum zu pflanzen. Das heißt, was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Und das ist so ein Ding. Sind das schon die Monster? Sind das die? Nein, natürlich nicht.
Der Mario kennt, der müsste dieses Ding kennen. Das ist ein Pilz. Aber ein ganz schön großer Pilz. Wie wollen wir die nur ab? Dieses neue Waldbiom hat viele dieser Pilze. Das sind normale, ja, Pilze. Ich glaube Braunpilze, oder? Ja. Sie haben kleine Pilze, die wir verarbeiten können. Habe ich, oder? Nee, habe ich euch noch nicht erklärt. Das geht auch alles relativ schnell, das heißt, wir können Pilze farmen. Nur hier spawnen diese Gigapilze und in speziellen Biomen, Pilzbiomen, aber die sind so selten. Aber wir werden auch noch hiervon eins finden. Eher werde ich nicht. Und oben ist mal das erste Mal das Schmampf. Schmampfgeräusch ist so episch. Okay. Oh. Ja. So, aber was braucht man für eine Pilzsuppe? Pilze, ja. Und wie kriegen wir Pilze? Wir schauen uns einfach um. Wir können auch die Pilze irgendwann abbauen, noch geht das nicht. Wieder mit einer Schere, mit sonst einem Schniersel. Das heißt, irgendwann werden wir uns Pilzhütten bauen können. Ja, ganz genau. Wir bauen uns bald Pilzhütten. Irgendwann. Kommt noch. So, uns fehlt aber noch ein Pilz. Ein rot gesprosselter. Übersehe ich Pilze? Bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde nun nicht alle sammeln, denn ich möchte euch ja noch später welche haben für die Pilzhütten. Ah, ein neues Monster. Und ja, ein Creeper, das Wappentier von Minecraft. Und ihr hört schon anhand des Soundpacks. Diese Dinger sagen es, denn in ihrem Körper ist irgendwie TNT. Und ja, sie können sich nur in ein Format wehren. Sie jagen sich in die Luft. Sie beenden ihr schönes Leben, um uns zu töten. Diese guten Mobs. Diese wirklich guten. Ach egal, sie zählen zu den Bösen. Das heißt, Creeper-Freunde können sie einfangen und zähmen oder... Ja, das kann man. Kann man? Danke. Ja, es gibt auch andere Mobs. Ich werde das Bett hier auf Position legen, falls es Nacht wird. Und wir haben auch schon gleich den nächsten. Wow, gleich zu Anfang der neuen Folge werden wir mit Mobs über... Und ich suche doch meinen Fliegi-Pilz, dann können wir uns Pilzsuppen herstellen. Jetzt habe ich war. Egal. Da ist ja so einer. Oh. Wir werden die Pilze anpflanzen, oder? Ja, sie sind sehr wertvoll. Ja, am besten erst. Und wo schlagen wir nur unser Lager auf?
schwierige Frage. Wo schlagen wir unser Lager auf? Schreibt's doch in die Kommentare. Ja, das ist das Beste. Ich mach gleich einen kleinen Cut. Er sagt, beende die Folge und dann sehen wir, wo wir unser Lager aufschlagen. Nein, aber ich glaube, ich habe schon einen Ort, wo wir das Nachtlager aufbauen. Auf den Kopf eines Pilzes. Ihr könnt alles nehmen als Wohnung, was wir können alles nehmen, was wir wollen. Da gibt es keine Regeln oder so. Aber bitte nimm keinen blöden Ort. Zum Beispiel bau dich doch 30.000 an die Baugrenze und dann bau dort dein Haus. Das wäre ein bisschen blöd. Zum Beispiel ein Baumhaus, ja. Das wäre ein guter Vorschlag oder was weiß ich. Erstmal zeige ich euch, was wir mit Rotpilzen an können. Wenn wir welche erwischen. Yes. Oh, ein paar Pilze. Eigentlich fände ich für die mit der Idee in einen Pilz nicht so schlecht. Bitte nimm das mit dem Pilz. Okay, ich kann es einfach machen, aber nein, ich habe gesagt, ihr entscheidet das und so bleibt es. Wir machen so eine kleine Auswertung. Wer den Pilz nimmt, kriegt den Pilz auf, wenn zu zwei kommen sind. Bitte nimmt den Pilz. Wir können natürlich auch ein Baumhaus bauen oder ich erkunde einfach weiter und dann nehmen wir einfach ja, so ein einfach flaches Biom oder eine Berghütte, das heißt auf dem Berg oder auf dem Berg da drauf bauen. Alles steht offen für euch. So, ich gehe nochmal das Lager kurz einsammeln. Und dann. Ihr stellt bestimmt die Frage, dass der Wecker, das heißt 15 Minuten sind rum und die Folge somit auch. Also, ab in die Comments mit dem Standort des Hauses und bitte einen Daumen hoch für die Folge. Und somit verabschiede ich mich von dieser spektakulären Folge und ich gucke nochmal in die Sonne, bevor ich mich verabschiede. Und jetzt werde ich total langsam. Und deswegen beende ich die Folge.